Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was Supersampling ist, was Subpixel bedeutet und wie Schillings Verfahren ungefähr funktioniert. Das Ganze angelehnt an das Entialising. Es gibt hier verschiedene Begriffe, gerade für die Subpixel, und es wird auch viel für Supersampling erklärt. Sampling. Ich rede jetzt hier nicht von den Subpixeln, die auf dem TFT-Monitor sind, wo ein Pixel in drei verschiedene Farben geteilt sind, sondern ich rede jetzt über, ich weiß nicht, wie man das unterscheidet, eher die mathematische Version davon. Die geräteunabhängige. Supersampling wird ja meistens als größer rendern als nachher gebraucht beschrieben. Genau das ist es auch. Wir gucken uns einfach mal an, was das genau bedeutet. Und dazu wechseln wir mal hier nach Paint. Ich habe hier mal eine Linie gezeichnet in einem Rasterfeld. Wir stellen uns vor, dass dieses Rasterfeld hier das ist, was nachher angezeigt werden kann. Also das ist ein Pixel groß. Und was wir jetzt machen ist, wir teilen dieses eine große Pixel einfach in 8x8 verschiedene kleine Pixel. Das kann man so ein bisschen sehen, wenn man sich hier diese rote Linie noch anguckt. Da sieht man, dass das ja eigentlich viel kleinere Pixel sind. Und ich kann auch hier mal so eine Linie durchziehen, da sieht man, okay, das sind 8x8 Pixel. Das heißt, wir haben eigentlich aus einem einzigen Pixel hier 64 Pixel gemacht. Diese kleineren Pixel, also wenn das Ding hier ein Pixel ist, dann ist das hier ein sogenanntes Subpixel. Genauso wie das und das und das und das und das sind alles Subpixel. Und dieses Verfahren, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zwar unser Bild hier, zum Beispiel, um das Ganze zu vereinfachen, sagen wir, wir wollen uns nur auf diese vier Pixel hier konzentrieren. Statt dass wir sagen, wir rendern irgendwas auf diese vier Pixel, statt wir sagen, wir rendern jetzt dieses Grüne hier auf diese vier Pixel, sagen wir, okay, wir rendern das nicht auf vier Pixel, sondern auf 64 plus 64 mal 64, Entschuldigung, 8 plus 8 mal 8 plus 8 Subpixel. Das heißt, man sagt dann quasi, wir rendern das auf diese Fläche mit eben 16 mal 16 Pixeln. Oh, ist echt schwierig hier zu zeichnen. Und nachher, wenn wir das darauf gerendert haben, dann brechen wir das quasi runter auf diese zwei hier. Natürlich dann nicht wahrscheinlich in der grünen Farbe, sondern da wird dann gesagt, okay, das ist ja nur halb ausgefüllt hier, das wird dann ein bisschen heller grün. So, also so viel zu den Subpixeln erstmal. Wie gesagt, Subpixel ist einfach nur eins von diesen theoretisch geteilten Pixeln. Das heißt, ich sage, ich habe eine Auflösung 1000 mal 1000, aber ich rechne eigentlich 2000 mal 2000. Das heißt, ein Pixel hat ja viel mehr. Aber nachher ist ein Pixel immer nur noch ein Pixel groß. Das heißt, muss man wieder zurückrechnen sozusagen. So, das Verfahren ist an sich super einfach. Wir sagen jetzt, okay, wir haben hier 64 mal 64 Pixel. Entschuldigung, 8 mal 8 Pixel. Und jetzt sagen wir, okay, hier kann ja eine Linie durchgehen. Die kann ja zum Beispiel so durchgehen. Und die kann so durchgehen. Und die kann so durchgehen. Oh, Paint ist schon krass schlecht. So durchgehen. Was mich jetzt interessiert, ist nicht diese Linie hier, sondern es geht nur um diesen Teil hier. Was dabei wichtig ist, ist die Frage, wie viele Pixel können eigentlich maximal in so einen Pixel reinpassen? Also, Entschuldigung, wie viele Subpixel passen maximal durch eine Linie in einen Pixel rein? Kann man sich jetzt überlegen und dann kann man so einen Farbwert bestimmen. Ich sage das jetzt erstmal so, man sieht es gleich. So, dann machen wir das aber erstmal wieder weg hier. Wir überlegen uns jetzt, okay, die maximale Anzahl an Pixeln sind 8 Stück, die in so einem Ding, Entschuldigung, Subpixel, maximal 8 Subpixel passen in einen unserer Pixel rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere Linie zeichnen, dann entscheiden wir anhand der Menge der Subpixel, die da drin gefärbt sind, welche tatsächliche Farbe das Ding annehmen soll. Dazu bereiten wir einfach mal ein paar Rottöne vor. So, und dann fangen wir einfach mal an, das einzufärben. Wir sagen jetzt, okay, hier in diesem Pixel sind ja jetzt 6 Subpixel markiert. Also nehmen wir die hier als 6 stärkste Farbe sozusagen. Im nächsten sind 5 markiert, also nehmen wir dann die 5 stärkste Farbe. Und genauso füllen wir einfach mal die ganze Linie hier aus. So, dann habe ich das mal alles farbig ausgemalt. Um das jetzt ein bisschen anzugucken, zoome ich mal so ein bisschen raus. So, und auch mach mal das Grid weg. Jetzt sieht man, das ist so ein bisschen, ja, entialized sozusagen. Auch nicht nur sozusagen. Also sieht an sich schon ganz gut aus. So, das ist die Grundidee, sag ich mal, von der ganzen Sache.